Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Magic City TV. Wir schauen uns heute mal eins der Side-Events an, weil ihr habt es vielleicht schon gesehen, es gibt ganz, ganz viel Programm hier rund um die Magic City. Eins davon ist das Spike Lab und das befindet sich in Halle 7b, direkt hier um die Ecke bei der Zeitenströmung. Und kommt mal mit, wir schauen mal rein. Mensch, du hier, da ist aber richtig was los, du. Jede Woche, mittwochs und donnerstags, Urban Art Workshops für Schulklassen und ab sofort auch immer freitags und samstags für jedermann. Das ist natürlich richtig cool, wenn man da mal sich ein bisschen ausprobieren will. Und dann gibt es auch noch einen speziellen Chaos Art Workshop und einen Street Art Workshop mit Andy Kay, der sogar selber mit ausstellt. Das ist auf jeden Fall spannend. Na, schauen wir mal rein. Neben mir stehen die Ellen und der Christian und die beiden kümmern sich hier um Spike Lab gemeinsam mit anderen Helfern und Workshopleitern. Und ich frage einfach mal die Ellen, was kann man denn hier bei euch im Lab erleben? Im Lab kann man ganz viel erleben. Man kann nämlich ganz praktisch ausprobieren, was man drüben in der Magic City so gesehen hat. Also die faszinierenden Dinge mal selber auch in die Hand nehmen und mal gucken, wie das ist, wenn man zum Beispiel mit Stift und Farbe etwas gestalten möchte. Sag mal, Christian, du auch als einer der Workshopleiter, ist es jetzt dann so, ich komme hierher und kann direkt loslegen und mit dem Marker hier die großen Linien ziehen oder bringst du mir erstmal so auch ein paar Grundsachen bei? Na, grundsätzlich ist halt praktisch der Impuls, der drüben bei Magic City gesetzt wird, Ding heißt es hier, sage ich mal, in der Theorie so ein bisschen zu vervollständigen. Also wo kommt das Ganze überhaupt her? Hier hat man noch ein bisschen Personal, was mit dir so spricht, dich über die Theorie und so weiter, über die Dinge so ein bisschen heranführt an das Thema Urban Art. Und dann kannst du auf unterschiedlichen Medien halt arbeiten. Und na klar, du kannst halt voller Energie loslegen direkt. Also wir bremsen hier keinen, absolut gar nicht. Das ist gar nicht unser Vorhaben, unser Wille, sondern es soll hier direkt voll losgehen. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen in eine Bahn zu lenken, könnte man sagen. Ellen, wenn ich jetzt Interesse habe, jetzt auch mal wirklich, ne, hier was auch entstehen zu lassen, ja. Muss ich mich dafür anmelden oder wie läuft das? Also wenn du Schüler einer Schulklasse wärst, dann solltest du deine Lehrerin überreden, mal in das Booking-System zu gucken, dieser Magic City. Und dann kann man sozusagen mittwochs und donnerstags hier zu zweistündigen Schnupper-Workshops kommen, wo auch theoretisch etwas tiefer eingestiegen wird in die Materie, verschiedene Sachen ausprobiert werden. Und es ist auch verbunden mit einem Ausstellungsbesuch. Also ich denke, das ist ein ziemlich interessantes Tool, was da angeboten wird. Und wenn ich jetzt mit meiner Familie am Wochenende komme oder eben am Freitag, Samstag, wie ist es da, Christian? Genau, dann kommst du praktisch mit der Magic City Eintrittskarte, nachdem du durch die Magic City gelaufen bist, einfach hier rüber und kannst halt mit der Eintrittskarte an den offenen Workshops teilnehmen. Es ist eigentlich wesentlich individueller noch, weil man also ganz intensiv auch ins Gespräch kommt und die Workshopleiter natürlich auch theoretisch ganz fit sind. Vielen, vielen Dank. Mensch, ich sehe gerade, der Andy Kay ist heute auch zu Besuch. Hey Andy. Hallo, grüß dich. Das ist ja schön, dass wir dich hier zufällig treffen. Du hast da drin schon quasi ein Bild auch gemalt in der Magic City selbst. Und ich habe gelesen, am Mittwoch, dem 16. November, gibt es auch einen Street Art Workshop mit dir, richtig? Genau. Also da kann man sozusagen vom großen Meister sich dann hier so ein paar Tricks abgucken. Wie sagte mein Vater immer so schön, jetzt kannst du mit den Augen stehlen, Junge. Genau. Richtig? Kannst du. Und auch wahrscheinlich mit den Ohren, oder? Du wirst auch ein bisschen Theorie mitvermitteln oder geht es schon direkt praktisch zur Sache? Also ein Großteil wird halt praktisch sein und also wie es sich ergibt, dann halt also auch Theorie halt, also natürlich halt auch mit. Also wer Lust hat, Andy Kay nicht nur über die Schultern zu schauen, sondern auch auf die Hände bei der Arbeit, der sollte sich den 16. November Mittwoch dick in das Hausaufgabenheft schreiben. Von 14 bis 18 Uhr könnt ihr dabei sein, hier mit Andy beim Street Art Workshop im Spike Lab in der Magic City in der Zeitenströmung. Ja, das war's auch schon wieder hier aus dem Spike Lab in der Magic City. Für wen das jetzt zu viel Informationen war, der kann definitiv immer auf unserer Website schauen, magiccity.de oder eben auf unseren Social-Kanälen Magic City Live, Instagram, Facebook. Da kriegt ihr auch immer die neuesten Informationen. Und wir werden wieder berichten von anderen Programmpunkten und freuen uns natürlich, wenn ihr auch wieder reinschaut bei Magic City TV.